Was wartet da eigentlich noch, wenn ich so auf die Karte gucke? Wir sammeln mal Kaya ein und dann schauen wir uns mal die paar Gegner da an und dann kümmern wir uns um die ganze Geschichte. Kaya? So, wo fangen wir an mit der Suche? Wo fangen wir mit unserer Suche an? Ich weise eine gewisse Affinität zum Elex und dem Mana auf. Meine Sinne erfassen viele ihrer Eigenschaften und lassen mich mit ihnen regelrecht kommunizieren. Das eine ist ein Derivat des anderen. Damit kenne ich mich bestens aus. Mist. Das Lila-Zeug allerdings ist etwas gänzlich anderes. Es hat sowohl replikative als auch infektiöse Eigenschaften. Es wird schwierig werden, es zu isolieren und zu analysieren, ohne sich dabei auch die dunkle Seuche einzuhandeln. Willkommen im Club! Du schaffst das wie immer, haben wir eine andere Wahl, pass auf dich auf. Du schaffst das. Du schaffst das schon wie immer. Danke für deine Zuversicht, aber... Trotzdem brauche ich es in seiner reinen Form. Ich brauche es in Aktion. Ich brauche es in seiner Wirkung, in seiner Vollendung, damit ich sehe, wie es wirkt. Und das am besten am lebenden Organismus. Na, großartig. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Ja, ich brauche junge, frisch gewandelte Exemplare der Skyaniden, um sie mir genauer anzusehen. Die meisten Biester, die wir bisher bekämpft haben, sind mindestens schon mehrere Wochen in ihrem gewandelten Zustand. Ich brauche aber Skyaniden, bei denen die Wandlung vor kurzem geschehen ist. Südlich vom Fort hat einer unserer Spähtrupps vor ein paar Stunden eine junge Herde kleinerer Exemplare der Skyaniden gesehen. Einer der Krieger behauptet, er habe gesehen, wie sich diese aus einer Gruppe Hornwölfe gebildet hätten. Ich würde mir das alsbald ansehen. Wenn du also bereit bist, dann lass uns das angehen. Na dann, ab geht's. Lass uns diese junge Skyaniden-Frischzucht aufsuchen. Sehr gut. Also, auf geht's. Dort drüben wurden die Biester von unseren Spähern gesehen. Wollen wir hoffen, dass es wirklich nur kleine Exemplare sind? Wir werden's gleich sehen. Links von uns ist auch schon was. Ah, mein Kopf. Schlecht. Jack ist gerade mehr als nur ungünstig. Verdammte Infektion. Du weißt ja, wie die Sache läuft. Du gehst vor, ich höre dir. Oh, guck mal. Aua, aua, au, 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 au. Ach ja, Kaya macht ja ordentlich Feuerschaden. Das hatte ich ganz vergessen. Jo. Oh. Au! Was war das? Ich frag meinen Freund, was war das? Oh, was habe ich denn da drauf gehauen? Mein Kopf. Moment. Verdammte Infektion. Au, lass das. Hupala. So, das Vieh ist am Dot verreckt. Das ist sehr gut. Kaya, mach keinen Scheiß. Das, ach, das war so ein Bum-Bum-Huhn. Du weißt ja, wie die Sache läuft. Du gehst vor, ich folge dir. Ja, ich muss erstmal dieses Peng-Peng-Huhn aus dem Weg räumen. Auch wenn das jetzt ein bisschen von unserer Dings gibt, aber... Ja, Zerstörung schwach gestiegen. Das ist mir gerade egal, weil... Nicht, dass ich da aus Versehen draufhaue und dann sind wir am Arsch. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, haben die den Nachtoger platt gemacht? Boom. Ach. Ich bin doof. Ich meine, das kennt ihr ja schon von mir. So, nicht auf Kaya. Dankeschön. Ich erkläre euch gleich, was ich meine. Hoppala. So, ich muss nur noch ein paar Meter weg.
Genau. Hoppala. Verdammt. Jung mögen sie ja sein, aber auch gefährlich. Sie sind sicher immer noch ansteckend. Vielleicht reicht es ja, wenn ich mir ihren Wandlungsort, wo sie die letzten Stunden gehaust haben, genauer ansehe. Also, führe mich so nah wie möglich zum Wandlungsort, damit ich meine Arbeit aufnehmen kann, okay? Jo, können wir machen. Was ich meine ist, ich habe doch vorhin gesagt, oh, die Roboter haben Blutungsschaden. Nee, ich bin einfach nur doof. Das war das Symbol für Scheuer. Für Feuerschaden. Scheuerschaden, ja. Scheuerschaden auch. Ist denn, achso, der Wandlungsort ist das wahrscheinlich da drüben. Aber ich möchte, wenn das geht, hier vielleicht noch ein wenig aufräumen. Patronen. Kriegen wir die Patrone weg? Kommt der Dichter von alleine? Reicht der aus? Achtung! Ja, ja, Kaya, mach mal. Mach mal. Ich, So. Der kriegt natürlich dann jetzt Feuer- und Elektroschaden drauf, was großartig ist. Alter, Kaya ist wirklich... Oh, 6 Elex. Kaya ist wirklich großartig, was das angeht. So, da drüben sind noch welche. Ein Wühler und ein Schleimdrakon. Und da ist noch was ganz Großes. Ja, den Zyklop möchte ich aktuell mich noch nicht mit anlegen. So, Kollege Schleimdrakon, kommst du dichter? Achtung! Das sieht ganz danach aus. So, ach, der Wühler kommt auch. Aber einer nach dem anderen. Beziehungsweise die Waffe macht, glaube ich, genug. Aua, das wäre... Genau. Sag mal, nicht ausweichen, Kollege. Perfekt. So. 20 Elixid. So. Haben wir ein bisschen aufgeräumt. Ich meine, wir könnten theoretisch und praktisch ja mal gucken, ob wir den Zyklopen niedergemäht kriegen. Ich lock ihn mal ran. Aber ich bezweifle, dass das was wird. Vorsicht! Jo, ich weiß. Oh Gott. Das machst du nicht ungestraft. Das, oh Gott! Oh, der hat noch Kleinviehzeug im Schlepptau, ne? Ich hoffe ja mal, Kaya reicht da aus, um... So. Ja. Die Wühler sind weg, das ist schon mal gut. Ja, Kaya, der Große hier, der ist immer noch so ein kleines Problem. Kaya, Kaya, danke. Aua. Instant fast tot. Ich gönn mir mal 2 Heiltränke. Da ist ein Nachtschatten, sehe ich das richtig? Ja, ich sehe das richtig. Ja, das ist ja großartig. Warum geht der Nachtschatten auf uns beide und nicht auf... Ja, ich muss da mal weg. Danke. Kaya, lebst du noch? Ich frage für einen Freund. Ja, sie lebt noch. Okay. Ist der Nachtschatten ist jetzt äußerst ungünstig. Ich meine, er ist fast tot. Ich wollte eigentlich den Nachtschatten umballern. Und nicht den Zyklopen, aber naja. Im Prinzip, Kaya, du könntest auch gerne... Ja. So. Achso, das Jetpack... Oh, shit. Okay, ciao. Na komm, den kriegen wir doch noch, oder? Ja, sehr gut. Oh, das Loot lohnt sich ja richtig gut. Oh, au. Au, fuck. So, wenn wir den Kollegen jetzt auch noch ausgenockt kriegen, dann freue ich mir einen Ast. Ja, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Es geht los. Sag mal, wie hat er mich denn jetzt getroffen?
Kaya räumt auch ordentlich auf, ne? Ich meine, wenn sie immer mal fliegt, ist jetzt nicht so schlimm. Solange wir nicht komplett draufgehen und sie gleich wieder aufsteht, geht das. Ich weiß, der müsste wahrscheinlich im Fernkampf, aber... Ich meine, Kaya macht ja Fernkampfschaden, so ist es nicht. Ja, das hoffe ich doch. Liebe Kaya. Und Abflug. Yes! Da geht er down. Sehr schön. Zyklopenherz heißt, wir können wieder einen Trank basteln. Für Stärke war das, glaube ich, ne? Oh yes, oh yes. Erfolg auf ganzer Linie. Oh yeah. Wie wär's mit dem Hässlichen da oben noch? Jetzt wird er übermütig, ne? Kommt er? Bleib kommt. Hinter mir. Ja, ich bleib hinter dir. Das mache ich natürlich gerne. Geh weg. Oh Gott. Vorsicht. Oh. Stimmt, der konnte den Nahkampf nicht ab, ne? Yes. Nice. Haha. Einwandfrei. Und zwei Elex. So macht das doch Laune mit der richtigen Begleitung. Ich mag den Fox sehr von den Kommentaren her und mal abgesehen davon, das ist Gronkh. Es ist fucking Gronkh, der den spricht. Deswegen, das ist schon mal auf jeden Fall, das muss sein, aber Kaya macht einfach unheimlich viel Schaden. Da ist noch ein Patron. Na komm mal her, Kollege. Achtung! So, der Bogen macht auch ganz gut Damage, ne? So, ich kümmere mich um den Rottmolch. So, ich hoffe mal, der Patron kümmert sich nicht um mich. Und du lässt bitte mal Kaya in Ruhe. Danke. Boah, das ist ein bisschen wild gerade. Heiltrank? Bing. Da fliegt er. Yes. Kaya, steh wieder auf, das passt. Ach, sie liegt noch gar nicht. Sehr schön. Aber sie hat Damage noch. Sie hat noch einen Dock drauf. So. Lexit. Ach du Scheiße. Aber ich bin gerade so ein bisschen im Aufräumtrip. Es tut mir leid. Wir sind Level-Ups mäßig gar nicht so weit weg. Sie hat noch Giftschaden drauf. Scheiße. Was ist eine Ratte? Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Das macht gerade unheimlich Laune. Ich höre was. Ach, Kollege Schnürschuh. Bam! Ja, das ist mega. So, jetzt werde ich, wie gesagt, übermütig. Was ist mit dem da? Mit dem... Oh, falsche Knarre. Egal. Achtung. Ich wollte ihn eh nur ranlocken. Ja, es ist eins der langsamsten Projektile, die ich jemals gesehen habe, aber das macht nichts. Komm, Kollege. Komm her. Bleib hinter mir. Ich gebe mir Mühe, Kaya. Ich meine, wenn er da unten festhängt, ist mir das auch recht. Ich habe kein Problem mit. So, ich gehe mal in die Vollen. Aber so war das nicht gedacht. So, gleich hat er Feuer auf dem Top. Also gleich ist der Feuer dort voll. Oder auch nicht. Er geht Feuer drauf. Yes. Weil die XP fließen nur so, ne? Und das Elex. Krass. Das ist richtig krass.
So. Hier ist noch ein Gegner. Und hier ist noch Loot. Ich höre was, ich sehe bloß nichts. Da, ein Scheusal. Ist ein unsichtbares Scheusal. Na warte. Okay. Mal sehen, ob Kaya das trifft. Hä? Hängt der im Fußboden? Ich glaube, der ist durch den Boden geklippt, ne? Ja, der ist irgendwie durch den Fußboden geklippt. Na ja, komm, dann lassen wir ihn mal. Komm, Kaya, wir gehen. Der hängt fest, den kriegen wir nicht. Oh, warte, okay. Dann gehen wir mal zum eigentlichen Questziel. Oh, da ist noch Loot. Moment. Oh, das ist sogar Elex. Ich würde mir teilweise sogar zutrauen, jetzt mal so einen Turm aufzuräumen. Also probieren jedenfalls. Am besten, du gehst mir für ein paar Augenblicke aus dem Weg und ich schärfe meine Sinne. Mal sehen, ob ich etwas aufnehme, was ich interpretieren kann. Ich hoffe mal, Jax dreht nicht durch und ich hoffe mal, es kommen keine Gegner. Das kennen wir ja noch aus dem ersten Teil. Okay. Ja, das war genau die richtige Idee. Es ist, wie ich angenommen hatte. Ich kann es spüren. Die Präsenz des aktiven, dunklen Elex ist hier überall. Es hat hier gewütet und hat diese Biester noch vor kurzem gewandelt. Was hast du sonst noch herausgefunden? Die Tiere haben sehr gelitten. Ihre Klageschreie liegen noch immer in der Luft. Oh. Sie hatten keine Chance, sich gegen die Wandlung zu wehren. Während die Wandlung selbst sehr schnell voranschritt, scheint der Zeitpunkt der Infektion auch nur wenige Stunden vor der Wandlung gelegen zu haben. Das würde ja bedeuten... Ja. Ist ein Tier dieser Größe erst einmal infiziert, dann ist es nur eine Frage von Stunden, vielleicht Tagen, bis es sich wandelt. Was bedeutet das für einen Menschen? Ich weiß es nicht. Das hier waren nur gewandelte Tiere. Ich habe ja keine menschlichen Referenzen. Naja, außer dir. Aber du bist irgendwie etwas Besonderes. Keine Ahnung, warum genau. Jedenfalls dürfen wir nicht von dir auf andere schließen. Na schön. Was jetzt? Das alles hier bringt uns noch nicht sehr weit. Ich brauche größere Exemplare. Na großartig. Ich werde meine Leute darauf ansetzen, die Skyaniden zu beobachten. Wenn mir wieder eine frische Wandlung gemeldet wird, dann gebe ich dir sofort Bescheid. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Hm, so gefällst du mir schon viel besser. Was, ich? Ach so, ja, ja. Hör bloß auf damit. Lass uns lieber weitermachen. Kaya schließt sich dir an, sehr schön. War ja klar, dass Nasty, diese Person, wieder irgendwo auftaucht. Musstest du sie unbedingt rekrutieren? Sie ist gut. Gut in was? Nun, Das Einzige, in dem sie gut ist, ist Ärger zu machen. Ja. Ich sag dir was, wenn dir wegen der Zicke wieder die Scheiße um die Ohren fliegt, dann verschon mich damit. Das ist dein Problem. Okay. Katzenkampf im dritten Stock. Katzenkampf. Hoppala. Ich bin auch kein Freund von Nasty, bin ich ganz ehrlich. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Ich bin okay. Die Menschen legen alle ihre Hoffnungen in deine Hände. Und da sind sie auch gut aufgehoben, wenn du mich fragst. Sehr schön. Du bist ein guter Mensch, Jax. Mach weiter so. Du bist auf dem richtigen Weg. Jo. Gut. Hätten wir uns doch den Berserkern anschließen sollen, damit sie mehr happy ist. Ich weiß es nicht. Weil Berserker ist so... sind so abgehoben in dem Teil... Trink mal kurz was, kleinen Moment, dann lamentiere ich weiter.